Okay, heute ist ein wunderschöner Sommertag und logisch, wir befinden uns natürlich auch mitten im Sommer und beinahe mitten im Juli 2024 und mitten im Juli werde ich in Kürze, nämlich am kommenden Freitag in 4 Tagen mit meiner Tochter Samira wieder für einige Wochen nach Skandinavien ziehen. Unser erstes Ziel soll der Stora Lee sein, der zu den Dartlandseen gehört, nahe der norwegischen Grenze, Schweden, Norwegen. Und dort wollen wir in den Ort Nössemark, eine kleine Ansiedlung mit einem kleinen Campingplatz, dort wollen wir zunächst unser Basislager einrichten, um dort auf dem Stora Lee, der sehr lang gezogen ist, über 60 Kilometer dort zu segeln, zu paddeln, nach Möglichkeit. Natürlich auch mit Zeltgepäck und natürlich auch mit unseren Hunden. Leider kann man diesen Campingplatz, den wir da anvisiert haben, nicht vorbuchen. Deswegen ist es noch relativ ungewiss, ob wir dort wirklich unterkommen. Für den Fall, dass da alles zu ist, alles voll ist, alles scheiße ist, dann haben wir Plan B, dann wechseln wir ein bisschen das Revier hoch zum Foxen. Zwischen Foxen und Stora Lee gibt es keine Schleuse. Ansonsten sind die meisten Dartslandseen, glaube sogar alle, mit Schleusen, historischen Schleusen verbunden. Okay, das ist unser Plan zunächst und am Ende unserer Tour wollen wir wieder Richtung Süden zum Bolmen und dort unsere Freunde besuchen, die wir erst vor 2 Jahren besucht haben, aber es ist immer wunderschön mit diesen Leuten, mit diesen Menschen, die auch so naturverbunden und verrückt sind wie wir, noch ein bisschen am Bolmen und auf dem Bolmen rumzustromern. Aber jetzt habe ich noch 2 Tage in Büdingen auf der Alm, ein bisschen Zeit und ein bisschen Arbeit, während meine Frau natürlich immer noch in die Schule geht und wenig Zeit hat, beschäftige ich mich hier auf der Alm mit Rasenmähen und mit Ästen zerkleinern, die vom Walnussbaum übrig geblieben sind, den ich vor 2 Tagen platt machen musste, auf Wunsch und auf Aufforderung des Nachbarn, wie erzählt. Und jetzt lege ich mal los.
Ja, eigentlich hatte ich vor, in diesen 2 Tagen, in denen ich hier noch bei hochsommerlichem Wetter in Büdingen bei Astrids Alm mit Almarbeiten beschäftigt bin, wollte ich eigentlich die gesamte Alm nochmal mit der Motorsense möglichst kurz mähen. Aber heute Morgen habe ich festgestellt, dass irgendein Arschloch einer der 2 Stromkabel, die ich vor einiger Zeit gekauft habe, 2x40 Meter, damit komme ich mit Strom bis unten hin. Auf Astrids Alm, ein Kabel ist mit einem Messer durchgeschnitten worden. Da frage ich mich natürlich, welches Arschloch war das? Jetzt habe ich ein neues Kupplungsset bestellt, damit ich die 2x20 Meter Kabel wieder miteinander sicher verbinden kann. Aber es ist ein dummes Gefühl, wer das wohl war, der willentlich und wissentlich und mutwillig dieses Kabel, dieses neue Kabel durchtrennt hat. Es kann kein Zufall gewesen sein. Es ist eindeutig ein Messer. Wäre es durch Rasenmäher passiert oder durch meine eigene Motorsense passiert, dann hätte es einen Kurzschluss gegeben, dann wäre das radikal aufgefallen. Das heißt, das Kabel, dieses Strom-Außenkabel, Outdoor-Kabel muss durchtrennt worden sein zu einem Zeitpunkt, als kein Strom drauf war. Okay, ich will mich nicht weiter ärgern, wird repariert und weiter geht's. Aber so schaffe ich das nicht mehr, die Alm hier zu mähen. Und heute beschäftige ich mich dann anschließend mit dem Zerkleinern der Äste vom Walnussbaum. Wir waren beide schon auf komischen Wegen und haben uns beide keine gute Zeit gegeben. Doch jede Erfahrung darf auch irgendwann wieder gehen. Unsere Erinnerungen sollen uns nie im Weg stehen. Wir lassen sie gehen, 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 gehen. Wir rennen nicht weg vor dem, was wir erleben. Wir bleiben dran und werden auch diesmal alles geben. Und alles, was weh tut, darf auch irgendwann wieder gehen. Unsere Erinnerungen sollen uns nie im Weg stehen. Wir lassen sie gehen, 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 gehen. Du und ich, wir wandern und immer geht's irgendwo hin. Von einem Ort zum anderen, wo wir sein können, wer wir sind, wo grad alles wieder stimmt. Wir kennen das Gefühl, getrennt zu sein, und doch sind wir für alle Zeit verbunden. Wir kennen das Gefühl, verloren zu sein. Wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden. Wir lassen uns gehen, 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 gehen. Du und ich, wir wandern und immer geht's irgendwo hin. Von einem Ort zum anderen, wo wir sein können, wer wir sind. Stimmt, wo grad alles wieder stimmt. Wie nah und fern wir uns sein kann und auch zeigen, wie oft wir zu viel reden und würden lieber mit uns schweigen. Und alles, was uns schwerfällt, ist uns nie mehr zu schwer. Schenk mir ein bisschen Mut. Ja, bei dem schönen Sommerwetter kommt man hier echt ins Schwitzen auf der Alm. Aber gefällt mir. Ja, ich komme heute einfach fett in. Na los, geh! Holla! Geh, Eva!
weitergehen. So, nach 3 Stunden Almarbeit kommt jetzt das Vergnügen dran. Ein Altstadtbummel mit Besuch eines der 3 Eiscafés. Jo, dort gefällt mir. So, mal wieder unterwegs mit 3 Hunden. Vorne Spaghetti, da hinten Ava, oben Fly. Dann komm her. Fühlst du dich gerade gut? Fühlst du dich gerade schlecht? Willst du wissen, wie es mir geht? Kann ich dir nicht sagen. Und weißt du, wo du hin willst? Weißt du, wer du bist? Willst du dein Leben ändern? Ist alles gut, so wie es ist? Um dich, um mich, um uns und alle. Um dich, um mich, um uns und alle. Um dich, um mich, um uns. Es geht um dich. Wir kommen aus der Liebe. Wir kommen aus dem Nichts. Und wer will uns besiegen? Wir schicken Licht, Licht, Licht. Wir kommen aus der Liebe. Wir kommen. Es ist nicht zu spät. Wir drehen das Ruder rum, weil wir wissen, dass es geht. Kannst du dich erinnern? Du warst mal ein Kind und jetzt bist du gewachsen. Und glaubst du, dass das stimmt? Wir kommen aus der Liebe. Wir kommen aus dem Nichts. Uns konnte nicht besiegen. Wir schicken Licht, Licht, Licht. Wir kommen aus der Liebe. Wir kommen aus dem Nichts. Und wer will uns besiegen? Ja, immer hier die Alm hoch. Aus der Altstadt kommt hoch in die Wohnung. Das bedeutet für mich immer ein bisschen Schwierigkeiten, da meine fortschreitende Herzinsuffizienz dazu führt, dass ich nicht mehr genug sauerstoffreiches Blut in die Beine bekomme. Das heißt, wie ein alter Mann bin ich gerade außer Puste. Scheißdreck, egal. Weiter geht's. Ja, aktuell befinde ich mich wieder auf der täglichen Hunderunde per Rad. Das Besondere daran ist heute allerdings die Tatsache, dass ich am Rad weder davor noch dahinter noch daneben einen Hund befindet. Das hat eine besondere Bewandtnis. Gestern bei unserer längeren Radtour hat sich die Hündin Spaghetti einen Vorderlauf etwas verletzt. Das sollte man nicht belasten, ohne dass es wieder ausgeheilt ist. Außerdem ist es heute ziemlich warm für die Hunde, jetzt lange und viel zu rennen. Ja, und drittens kommt mir gerade ein Auto entgegen und das macht auch ein bisschen langsam. Dankeschön. Ja, drittens ist meine Frau Astrid mit den 3 Hunden unterwegs. Ich war heute schon mit den 3 Hunden in der Stadt unterwegs. Astrid ist mit ihnen unterwegs zum Bach, zum Semenbach. Da läuft Astrid gerne entlang.
Und dort können sich die Hunde dann ab und zu abkühlen und können in den Seenbach rein. Ja, und ich radle jetzt hier Mutterseelen allein, unter anderem auch mit dem Ziel, einkaufen zu gehen. Denn ich bin heute und morgen mit der Nahrungszubereitung dran. Und das mache ich ja immer gerne. Meine Welle und schwimme zur Quelle gegen den Strom, so wie eine Forelle. Ich geh der Essenz auf den Grund, mach endlich einen Sprung vom Bett in mein Bad voller Bälle. Jeder Tag ein Geschenk, manchmal nicht so hart wie du denkst. Manchmal ist es Gold, wenn es glänzt. Tragischer Stolz wird gebremst. Meine Farben erleuchten in neuer Frequenz. Ich will, dass der Rahmen die Norm endlich sprengt. Die Fata Morgana am Orbit verschwindet. In Slow Motion, Slow Motion. Und wenn ich dich dann seh, ist gleich alles okay. Jeder Tag fängt auch von vorne an, solange die Welt sich bewegt. Und wenn ich dich dann seh, ist gleich alles okay. Jeder Tag fängt auch von vorne an, solange die Welt sich bewegt. In Slow Motion. Ja, ich muss gestehen, irgendwie ist es blöd, hier durch den Wald zu ziehen, ohne unsere Hunde. Fast mein ganzes Leben haben mich Hunde begleitet, immer wieder mal, auch mit längeren Abständen ohne. Aber seit genau 12 Jahren begleiten uns Australian Shepherds. Und ja, ich bin eigentlich, wie eben schon gesagt, ohne Ende mit diesen Hunden unterwegs, ohne Ende in Bekleidung von Hunden. Und wenn ich das mal nicht bin, wie gerade, ausnahmsweise, dann ist das irgendwie ein saublödes Gefühl. Da fehlt mir was. Und wenn ich dich dann seh, ist gleich alles okay. Jeder Tag fängt auch von vorne an, solange die Welt sich bewegt. Und wenn ich dich dann seh, ist gleich alles okay. Jeder Tag fängt auch von vorne an, solange die Welt sich bewegt. Das ist immer wieder sehr schön hier im Tierpark von Büdingen. Einmal ist hier ein sehr schöner Wald, Licht durchflutet, schöne alte Bäume, ein schönes Tiergehege. Die Tiere, das Wild, was hier eingesperrt ist, hat ein schönes großes Areal, ist doch kein bisschen scheu, obwohl vor einiger Zeit hier mal einige Tiere ums Leben gekommen sind, wo man gerätselt hat, waren das Wölfe oder waren es Hunde? Ich glaube nicht an Hunde, ich glaube eher an Wölfe. Aber scheißegal jetzt. Was ich eigentlich sagen wollte, gestern hat mal ein Follower meines YouTube-Kanals konstatiert, dass Kanus Kassel sich wohl in erster Linie darum kümmere, dass es ihm, nur ihm gut gehe, und daraus konnte ich schließen, dass er der Meinung sei,
dass mir meine Mitmenschen so ziemlich scheißegal seien. Hauptsache mir geht es gut. Das möchte ich mal ganz dezent, aber ausdrücklich zurückweisen. Ich bin nicht der Meinung, dass ich ein Leben geführt habe, 73 Jahre lang, in dem mir andere Menschen egal gewesen wären und es ausschließlich um mein Wohl und Wehe gegangen wäre. Ja, was ich dagegen halten könnte. 40 Jahre meines Lebens bestand meine berufliche Tätigkeit darin, mich um das Wohl und Wehe von Kindern und Jugendlichen zu kümmern. Und das war eine Aufgabe, in der in meinem Verständnis des Lehrerberufes im Wesentlichen auch die pädagogische Erziehungsaufgabe stand, wo es mir darum ging, dass es den Schülern, für die ich verantwortlich war, mich auch mitverantwortlich zeichnete, was ihr Wohlergehen betraf. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Darüber hinaus bin ich selbst Vater von 3 Kindern und habe mich mit diesen 3 Kindern sehr intensiv beschäftigt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Vater zu sein mit meinen Kindern, bis in deren hochjugendliches, fast Erwachsenenalter unterwegs zu sein, wie auch aktuell immer noch mit meiner erwachsenen Tochter Samira, längst erwachsen. Aber auch mit meinen anderen Kindern Robin und Sina war ich lange, lange Jahre sehr intensiv unterwegs. Und ich denke, dass meine Kinder von mir damals als Vater auch sehr viele wichtige Anregungen bekommen haben. Und eigentlich gehe ich davon aus, dass ich mich sehr wohl um das Wohl und Wehe und um ein schönes Leben meiner Kinder bemüht habe. Von meinen Frauen, von meinen Lebensgefährtinnen, die im Laufe von 50 Jahren gelegentlich gewechselt haben, da möchte ich auch steif und fest behaupten, dass mir das Wohlergehen dieser Lebenspartnerin immer sehr am Herzen lag und mir auch im Grunde genommen auferlegt wurde, denn beinahe jede Lebenspartnerin machte mich dafür verantwortlich, dass es ihr gut ging. Okay, also eins möchte ich klipp und klar sagen. Ich mache natürlich mich auch dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Und ich müsste ziemlich bescheuert sein, und ich halte alle Menschen für ziemlich bescheuert, die ihr eigenes Wohlergehen nicht im Auge haben. Ha, wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, und mein Wohlergehen hängt natürlich sehr stark von mir ab, und ich habe es auch sehr stark in der Hand, dafür zu sorgen, dass es mir wohl ergeht. Aber es gibt natürlich auch noch andere Dinge, wie aktuell das Wetter. Es geht mir sehr wohl dabei, wenn Sommer ist, wenn sommerliche Temperaturen herrschen, wenn ich nur wenige Klamotten am Leib brauche. Und ja, so ist das eben aktuell sehr schön, auch schwimmen zu gehen, tagtäglich irgendwo im Wasser sich rumzutreiben. Und ja gut, auch wenn ich immer wieder behaupte, ich kann mit allen Wetterlagen, mit allen Jahreszeiten gut umgehen, und ich liebe auch alle Jahreszeiten, aber eine Jahreszeit, die ich besonders liebe, ist natürlich der Sommer, so wie heute. Ein sommerlicher, wunderschöner Tag, in dem ich mich sauwohl fühle und an dem es mir saugut geht. Alles klar? So, ich befinde mich jetzt in Büdingen beim Pennymarkt, kaufe hier Mineralwasser ein, kaufe Grillfleisch ein, Kartoffeln und so ein Zeug, Hackfleisch, Nudeln, tralala, womit ich heute ein Essen zubereite. Für Astrid und für mich und auch für morgen Abend. Da könne man auf der Alm mal wieder gemütlich längere Zeit sitzen, bei angenehmen Temperaturen, ohne sich den Arsch abzufrieren. Das gefällt mir. Irgendwann ist alles vorbei. Irgendwann ist alles getan.
So, Hunderunde ohne Hunde heute Abend beendet. Alles wieder.